Das erste Mal seit August 2021 ist die Inflation niedriger als erwartet heute reingekommen. Die Zahlen aus dem Juli und die Aktienmärkte machen eine Party. Die Bullen haben also eine Schlacht gewonnen, aber haben sie auch wirklich den Krieg gewonnen? Und da wäre ich mir leider nicht so sicher. Und vorab, ich gönne jedem seine Gewinne, wenn er mit Aktien unterwegs ist. Ich bin selber teilweise long unterwegs, manchmal short unterwegs. Also ich bin da, anders als viele meinen, nicht in eine Richtung festgelegt. Und jetzt ist aber die Frage, warum bin ich der Auffassung, eine subjektive Auffassung, gar keine Frage, dass dieser Krieg noch lange nicht gewonnen ist? Nun, weil die Aktienmärkte einen ziemlich mächtigen Feind haben, im Gegensatz zu den letzten Jahren. Und dieser Feind heißt Fed, denn die US-Notenbank wird es nicht gerne sehen, wenn die Aktienmärkte weiter deutlich steigen, denn das bedeutet, dass die Leute reicher sind, mehr Nachfrage dadurch generieren, weil sie eben sagen, oh, guckst du, mein Depot ist doch stark gewachsen, ich will mir jetzt das und das leisten. Das wiederum wird die Inflation dann weiter oben bleiben lassen. Also versucht die Fed eigentlich, die Assetpreise zu deflationieren und nicht zu inflationieren. Und dementsprechend ist eben die US-Notenbank ein Gegenspieler für die Märkte. Und je höher die Märkte steigen, umso härter dürfte dann die rhetorische Retourkutsche der US-Notenbank werden. Aber es gibt noch ein paar andere Dinge, die mir da nicht so richtig gefallen bei den heutigen US-Daten und die, denke ich, zumindest nachdenkenswert sind, wenn man jetzt sagt, ja hurra, jetzt ist ja alles gut, jetzt haben wir den Bärenmarkt endgültig überwunden. Da sollte man zumindest ein paar dicke Fragezeichen machen. Aber schauen wir uns die Dinge mal an. Zunächst, wie ist die Inflation reingekommen? Unverändert zum Vormonat, sogar leicht negativ, aber das Ganze wird ja gerundet, daher 0,0% zum Vormonat, 0,2% erwartet. Dann zum Vorjahresmonat 8,5% statt 8,7% erwartet, immer noch ziemlich hoch, aber eben niedriger als die Erwartungen, vor allem auch die Kernrate 5,9% statt 6,1% zum Vorjahresmonat erwartet und zum Vormonat 0,3% statt 0,5% erwartet. Also in allen Bereichen niedriger als erwartet, überhaupt keine Frage, aber gehen wir mal ein bisschen in die Details, nachdem wir uns hier mal oben die Vorjahreswerte der Headline Inflation angucken, also praktisch die normale Zahl, 8,5%, das ist jetzt ein Monat, der in etwa auf dem Bereich der letzten Monate liegt, der 9,1%. Aus dem Juni war er gewissermaßen ein Ausreißer und wir sehen auch unten bei der Kerninflation, naja, irgendwie rückläufig, so richtig rückläufig ist das nicht. Wir haben zwar jetzt den vierten Monat in Folge leichte ab, wie soll man sagen, es ist halt niedriger, das wollte ich sagen, also die Inflation, die Kerninflation ist ein bisschen runtergekommen, aber eben jetzt nicht wirklich so deutlich, wie sie vorher gestiegen ist, wie Sie hier in diesen Charts erkennen können. Nochmal kurz zusammengefasst, was fließt eigentlich ein, welche Komponenten sind da wichtig? Da ist Shelter, das ist Miete, das ist die sogenannte Homeowners Equivalent Rent mit fast einem Drittel. Dann Food, sehr, sehr wichtig und eben dann auch Energie wichtig und Transportation und Commodities. Und Commodities sind gefallen, siehe Kupfer. Und wir haben natürlich auch gesehen, dass Energie gefallen ist, siehe Ölpreis, siehe vor allem Tankstellenpreise in den USA, die von 5 Dollar pro Gallone mehr oder weniger Mitte Juni dann runtergekommen sind auf derzeit 4 Dollar pro Gallone. Und das also offenkundig ein sehr, sehr zentraler Faktor. Jetzt schauen wir uns nochmal die Prognosen an. Wie war denn die Erwartung vorher? Und die meisten hatten 8,7 erwartet. Ein paar 8,5, die haben recht bekommen. Einer oder einige wenige haben hier 9% erwartet, die haben nicht recht bekommen. Also Inflation ist down zu 8,5%, aber wer hätte vor 6 Monaten noch wirklich geglaubt, dass die Inflation bei 8,5% ist und die Märkte dann drüber jubeln? Das darf man nicht vergessen, das war also vor einem halben Jahr fast noch unvorstellbar, wie stark diese Dynamik nach oben gegangen ist. Dementsprechend sollte man das auch vielleicht in einem größeren Kontext hier sich mal anschauen. Die Rate Hike Odds sind gefallen in Sachen September Zinsanhebung von 0,75%. Da waren wir vorher bei 80% Wahrscheinlichkeit, die von den Fed Fund Futures eingepreist wurden. Jetzt sind wir so in den 30er, 40er Bereichen. Ändert sich ja ständig. Das sind also Futures, diese Fed Fund Futures, die praktisch eben Zinserwartungen bepreisen als Future-Handel. Dementsprechend also hier dieser Auftrieb für die Märkte, weil sie sich sagen, naja, es wird nicht ganz so schlimm kommen. Schauen wir uns aber mal an, was da eigentlich jetzt wirklich intern passiert ist. Und wir sehen hier,
diesen lila, diesen türkis oder wie auch immer, diesen Balken, das ist Energie. Und Energie hat also deutlich als Negativkomponente bei der Inflation fungiert, ist also nach unten gegangen. Alle anderen Sektoren sind weiter gestiegen, wenn auch weniger stark eben als teilweise in den Vormonaten. Also es war vorwiegend Energy, it was energy stupid. Das hat hier den Unterschied ausgemacht, warum die Daten heute ein bisschen unter der Erwartung gelegen haben. Und das war jetzt der größte Fall etwa bei Benzinpreisen in Sachen CPI, also in Sachen Verbraucherpreise, in Sachen Inflation seit April 2020, also seit über 2 Jahren. Man sieht also, dass das ein ganz, ganz großer Faktor war. Aber wer weiß schon, wie die Benzinpreise sich weiterentwickeln. Wer weiß, wie diese ganze Ukraine-Geschichte weitergeht. Ob Öl jetzt fällt oder steigt, das ist wirklich schwer zu prognostizieren. Dementsprechend gelten eben der Fed diese Kategorien wie Energie als volatil, weil sie mal stark steigen, mal stark fallen. Und deswegen verlässt sich die Fed gerne auf die sogenannten Kerndaten oder Kernraten, also ohne Nahrung und Energie, weil eben diese Geschichte so volatil ist. Jetzt schauen wir uns mal an, was die Commerzbank zu diesen Zahlen sagt. Und hier sagt die COBA, der Rückgang geht zu einem Gutteil auf den Einbruch der Benzinpreise zurück, ohne den die Daten jeweils 0,4 Prozentpunkte höher ausgefallen wären. Hier außerdem sanken die Preise bei einigen von der Pandemie stark betroffenen Waren und Dienstleistungen wie Hotelübernachtungen, Flugtickets und Mietwagen. Schaut man auf die Kernrate und rechnet man zusätzlich noch die Preise der typischen Corona-Güter wie Autos, also neue Gebrauchtwagen oder Mietwagen und so weiter heraus. So hat sich der unterliegende Preisauftrieb auf erhöhtem Niveau eingependelt. Und vor der Pandemie lag der durchschnittliche Anstieg gegenüber dem Vormonat bei 0,21%, im Juli betrug er 0,5%. Dies liegt beispielsweise an den kräftig steigenden Mieten und den Preisen für andere Dienstleistungen, bei denen sich vor allem die höheren Lohnkosten bemerkbar machen. Und jetzt kommt die Conclusio, kommt also die Schlussfolgerung der COBA. Entsprechend kann man nach den heutigen Daten zwar etwas aufatmen, das Inflationsproblem dürfte sich aber als sehr viel hartnäckiger erweisen. Wir erwarten, dass die US-Inflation auch im Verlauf des nächsten Jahres bei mehr als 3% notiert und dies trotz einer Rezession. Also die Inflation dürfte hoch bleiben, selbst wenn die Rezession dann eintritt. Und das sind eben vor allem diese sogenannten Sticky-Komponenten. Sticky heißt klebrig oder dauerhaft könnte man auch übersetzen, wie eben die Mieten. Das ist für die Fed durchaus sehr, sehr wichtig. Ballard hat er gestern ja gesagt, St. Louis Fed-Chef, also wir wollen eigentlich Energie gar nicht so richtig mit einbeziehen in unsere Berechnung, denn das ist volatil, das geht stark rauf, das geht stark runter. Wir gucken auf die Dinge, die sich weniger schnell bewegen und das sind vor allem Mieten und so sagt etwa auch die Citigroup. Wenn wir uns die Details mal anschauen, dann sehen wir eben, dass die Schwäche oder die niedrigen Werte vor allem eben durch solche Komponenten wie Gebrauchtwagen, Hotelpreise und so weiter gekommen sind. While shelter prices and general services remain very strong und Shelter, wie gesagt, ist ein Drittel dieser ganzen Inflationsberechnung und vor allem sind diese Shelter-Geschichten sticky. Wir sehen zwar deutliche Anstiege der Mieten, aber man wird jetzt nicht so schnell deutlich fallende Mieten sehen. Die sind nach wie vor jetzt etwa im Juli um 1,1% gestiegen, wie frische Daten eines privaten Immobilienanbieters hier gezeigt haben. Also es geht durchaus weiter nach oben eben mit den Mieten. Wenn wir jetzt allerdings nochmal zurückgucken und gucken, wie ist denn die Preisentwicklung im Vergleich zum Vorjahresmonat, dann sehen wir eben gerade diese Komponenten, die massiv gestiegen waren zum Vorjahresmonat, die jetzt eben praktisch dann auch zurückgeschnappt sind, etwa Fuel Oil, Gasoline, Natural Gas, Erdgas, also Airline Fare und so weiter und so fort. Also die Dinge, die vorher so massiv gestiegen sind, die sind jetzt zurückgeschnappt und haben die Inflation nach unten gebracht. Aber die Frage ist, ist das wirklich eine Trendumkehr oder wird eben die Inflation auf hohem Niveau bleiben, wird so ein bisschen zurückgehen, aber eben nicht schnell genug, als dass man jetzt schon sagen könnte, naja, dann hat die Fed halt fertig, dann muss sie die Zinsen nicht mehr anheben. Ich denke, die Fed sieht das anders und wir sehen, wie stark und wie breit gefächert praktisch eben diese Inflation wirklich ist. Und wenn wir das Ganze mal mit Jerome Blockland betrachten, dann sagt er, hier sehen wir mal praktisch die Abweichung vom Trend der letzten Jahre.
Und es sind praktisch alle Dinge teurer geworden. Das setzt einfach die US-Konsumenten sehr, sehr stark unter Druck. Und deswegen muss die Fed dagegen agieren. Und siehe da, heute hat sich schon das erste Fed-Mitglied gemeldet. Und das ist Chicago Fed-Chef Evans, der tendenziell so ein bisschen als dovish gilt. Also als jemand, der jetzt nicht unbedingt die Zinsen in den Himmel anheben will. Hat nochmal auf den Arbeitsmarkt verwiesen, der doch sehr, sehr stark sei, die Wirtschaft sei stark und die Inflation sei unakzeptabel hoch. Er erwartet, dass die Fed weiter die Zinsen in diesem und im nächsten Jahr anheben werde. Also hier schon mal die erste kleine Retourkutsche durch die Fed, der, wie gesagt, diese Reaktion der Märkte auf Dauer nicht gefallen kann, weil dann eben die Inflation dauerhafter wird. Und wir sehen jetzt auch mal eben die Erwartungen für die kommenden Sitzungen von der Fed in den Fed Fund Futures. Da haben wir praktisch jetzt für September die größte Wahrscheinlichkeit bei einem 50-Basispunkte-Schritt, für November nochmal ein 50-Basispunkte-Schritt auf dann 3,25 bis 3,5% und dann wahrscheinlich nochmal ein 25-Basispunkte-Schritt, sodass wir dann zumindest bei 3,5 bis 3,75% wären. Leichter dovischer Shift, wie hier der Kommentator Charlie Bilello sagt, aber eben nicht so richtig viel. Also so richtig viel haben jetzt die Fed Fund Futures nicht darauf reagiert, anders als etwa die Aktienmärkte. Hier sehen wir nochmal diese Shelter-Komponente, also Mieten und Homeowners Equivalent Rent. Diese Dinge, die sind eher dauerhaft, die verändern sich nicht so schnell. Dennoch sehen wir, wie stark auch hier die Kurve nach oben geht. 5,7% ist hier der Anstieg. Und wie gesagt, die Fed achtet sehr stark auf diese sogenannte Sticky Components innerhalb der Inflation. Und jetzt kommt noch etwas hinzu, was die Bullen ein bisschen besorgt machen lassen sollte. Denn wir sehen immer eine Abschwächung der Inflation vor jeder Rezession. Hier sind diese Rezessionen dunkelgrau gestrichelt und wir sehen deutliche Niedergänge der Inflation, deutliche Rückgänge der Inflation sind meistens dann, wenn eine Rezession bevorsteht. Und da ist eben die Frage, naja super, wenn die Inflation runtergeht, ist ja schön und gut, aber wenn die US-Wirtschaft in eine Rezession fällt, also schrumpft, dann ist das für die Unternehmen eben auch nicht so gut, für ihre Margen nicht, für ihre Gewinne nicht, für ihre Umsätze nicht. Dementsprechend auch hier vielleicht ein kleiner Wermutstropfen in der bullischen Party. Ähnliche Bewegungen hatten wir auch in den 1970er Jahren. Da hatten wir drei Inflationswellen, die erste, die zweite und die dritte. Inflation geschieht oft in Wellen und vielleicht haben wir jetzt den Hochpunkt der ersten Welle überschritten, gehen jetzt weiter nach unten, aber dann kommt vielleicht die nächste Welle, die dann ihren Hochpunkt überschreitet, geht wieder nach unten und dann die nächste Welle. Wir wissen es nicht, es muss sich nicht wiederholen, aber es kann sich eben wiederholen. Und bisher haben die Aktienmärkte so eine gewisse Analogie zum Jahr 1974 absolviert. Wie gesagt, die Dinge wiederholen sich nicht, aber manchmal reimen sie sich eben. Auch in den 70er Jahren hatten wir ja einen Mangel an Rohstoffen, vor allem an Öl, der dann die Preise massiv nach oben getrieben hat. Wenn wir jetzt nochmal andere Märkte uns anschauen, dann sehen wir hier, die 10-jährige US-Staatsanleihe ist zunächst mal deutlich gefallen. Die Rendite ist deutlich gefallen in Reaktion auf die Inflationsdaten, aber dann wieder die Erholung. Wir sind jetzt praktisch unverändert, also die 10-jährige Anleiherendite reagiert überhaupt nicht. Grosso modo, wenn man das jetzt mal sozusagen in der Gesamtschau für den heutigen Tag sieht. Und wir haben beim Goldpreis auch zunächst eine positive Reaktion gesehen, die aber dann so ein bisschen abperlt. Also so richtig euphorisch sind weder der Anleihemarkt noch der Goldmarkt jetzt über diese geringere Inflation, die wir gesehen haben. Kommen wir noch zu anderen Themen, kommen wir auch zu der Entwicklung in Europa. Viele sagen, wie ich jetzt in den Kommentaren gelesen habe, ja, es geht immer nur um die USA. Ich mache Marktberichterstattung und warum sind die Märkte heute so gestiegen? Nicht, weil in Deutschland irgendwas veröffentlicht wurde, sondern weil die Inflationsdaten aus den USA veröffentlicht wurden. Da spielt eben die Musik und diese Musik, nach der tanzen andere, tanzt auch der DAX. Deswegen eben der Fokus auf diese Berichterstattung, weil ich meine Berichterstattung als so eine Art Chronologie der Finanzmärkte verstehe, dementsprechend über das Marktgeschehen spreche und das, was die Welt dort im Innersten zusammenhält. Aber wenn wir jetzt nach Europa kommen, dann hier der Rhein fast jetzt schon für Schiffe unpassierbar, weil eben die Trockenheit die Pegelstände so stark hatte fallen lassen.
Und damit können wichtige Güter nicht mehr wirklich transportiert werden. Rechts sehen wir mal, was es kostet, wenn man Schiffsladungen nach Basel transportieren will über den Rhein. Skyrocketing, absolut stark nach oben geschossen. Und all das wird die Lieferengpässe, Materialmangel wieder verstärken, offenkundig, zumindest kurzfristig. Und dementsprechend werden wir in der Eurozone zumindest wahrscheinlich dann bei den Oktoberdaten, die Anfang November veröffentlicht werden, dann eine zweistellige Inflation in Deutschland sehen, zumal die Energiepreise weiter steigen. Hier etwa neues Allzeithoch bei den deutschen Strompreisen. Hier hat Electricity Prices mit einem neuen Allzeithoch, also hier deutsche Preise. Da ist keine Entspannung weit und breit zu erkennen. In England, by the way, gibt es jetzt eine immer größer werdende Initiative, die zu einem Massenboykott aufruft. Die Briten bezahlen Gasrechnungen nicht mehr. It's a simple idea. Die Regierung soll das Ganze übernehmen und nicht mehr die Leute. Wir werden nicht mehr in der Lage sein, uns Essen zu kaufen und die Rechnungen im Winter zu bezahlen. Also das könnte auch nach Deutschland kommen, wenn die Leute dann realisieren, was da wirklich los ist. Das wird ein riesiges Thema. Ein anderes Thema haben wir sowieso mit Italien. Wie kann man zum Beispiel jetzt mal reagieren auf diese Situation in Italien? Da hat mein Kollege Thomas Harz einen interessanten Trading-Vorschlag in dem Artikel Italien, Anleihen bei Junk Bonds, wann startet die EZB das TPI? Also ihr wundersames neues Programm, was sie da aufgelegt hat. Und der zweite Artikel, nochmal so eine Ergänzung zu diesen 1970er Jahren, warum Inflation immer in Wellen verläuft, da hat Ronald Stöfele, den ich sehr schätze, ein brillantes Interview gegeben, das sie sich anschauen sollten, weil sie dann begreifen ein bisschen diesen größeren Kontext und wie man da vielleicht am besten investieren könnte. Also zwei Empfehlungen, die unter dem Video sind. Jetzt wünsche ich erstmal einen schönen Feierabend und sage Servus und Ciao.